Situation in Afrika oder mit dem Sportflugzeug, wo er überall hin unterwegs ist, zum Beispiel rund ums Mittelmeer. Als Unternehmer hat er auch immer wieder gute Ideen und hier ist er gleich in seinen Elementen. Luft und Wasser. Zwischen diesen beiden Elementen bewegt sich Wolfgang Grabners Leben. Der 62-jährige Unternehmer aus Haag in Niederösterreich ist heute Weltmarktführer für aufblasbare Kajaks. Eine Karriere mit Lehre. Ich bin als Kind immer mit meinem Vater Boot gefahren. Wir haben ein Faltboot gehabt und das war eigentlich meine Leidenschaft. Und wie ich Lehrling hätte werden sollen in einem Gemischtwarengeschäft, habe ich mich durchgesetzt und habe in einem Sportgeschäft gelernt, damit ich wieder bei meinen geliebten Booten bin. Eine Leidenschaft für Boote, die er vom Vater geerbt hat. Heute ist Wolfgang Grabner Kapitän eines Unternehmens mit über 100 Mitarbeitern. Begonnen hat seine Erfolgsgeschichte mit einem mutigen Schritt, dem Kauf der defizitären Semperit-Bootsfabrik in Kirchberg. Natürlich haben wir viele Leute, oder eigentlich alle haben wir abgeraten und gesagt, mach das nicht, wenn so ein großer Konzern mit einem derartigen Background nur rote Zahlen schreibt, was willst du dann als Einzelperson überhaupt für einen Erfolg haben? Aber scheinbar hat mich genau das gereizt, dass andere gesagt haben, mach's nicht. Und ich wollte einfach sehen oder vielleicht wollte es auch beweisen, dass wenn man wirklich will, das trotzdem geht. Auch privat will der Unternehmer hoch hinaus. Seine zweite Leidenschaft, die Fliegerei, teilt er mit seinem Sohn Ewald. Der kann mit seinen 18 Lenzen bereits auf 15 Flugjahre zurückblicken. Neben Expeditionen nach Europa, Afrika und in den Orient waren die beiden die ersten, die das Mittelmeer in einem Sportflugzeug umrundeten. Auch der Abenteuergeist scheint also in der Familie zu liegen. Mein Vater war schon Hobbyflieger in den 30er Jahren, hat sich selbst 4 Gleit- und Segelflugzeuge gebaut und hat dann später ein Motorflugzeug besessen. Und mit diesem Motorflugzeug ist er in Haag ständig herumgeflogen, so lange, bis Motorfliegen wegen Ausbruch des Krieges verboten wurde. Und nach dem Krieg hat mein Vater mit 63 Jahren noch einmal den Pilotenschein gemacht. Und ich habe gleichzeitig mit ihm gemacht. Zum Pioniergeist des Vaters hat sich beim Sohn der Unternehmergeist gesellt. Auch beruflich legt der Firmenchef Wert auf seine Freiheit. Ein Handy etwa lehnt er bis heute ab. Trotz kleinerer Turbulenzen steht sein Unternehmen gut da und erweist sich auch in der Krise als absturzsicher. Zum Crash ist es niemals gekommen. Ich kann eins und eins zusammenzählen und ich glaube, wenn man ein bisschen bauernschlau zu dem ist, dann funktioniert es schon. Und natürlich fleißig muss man sein. Ein einfaches Erfolgsrezept, das wohl nur aufgeht, wenn Abenteuer und Unternehmergeist so eng beisammen liegen.